Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Werbung nervt. Und wenn ihr mit dem Safari im Internet surft, dann kann es ganz schön nerven, wenn dann irgendwelche Banner blinken oder irgendwelche anderen Sachen kommen. Zum Glück gibt es Adblocker, also sogenannte Werbeblocker, für den Safari auf eurem iPhone. Wie ihr diese Werbeblocker aktiviert und dann werbefrei in eurem Safari surft, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir Werbung im Safari blocken können. Wir rufen zunächst einmal den Safari auf und ihr seht jetzt, ich habe jetzt die Seite Golem auf und die hat hier einen Banner. Dieser Banner stört mich jetzt nicht, er blinkt nicht, er macht kein Video oder irgendwas, aber es soll nur ein Beispiel dafür sein, wie ihr Werbung blocken könnt. Bei Golem zum Beispiel lasse ich grundsätzlich meinen Werbeblocker auf dem Rechner aus, weil nämlich Golem meiner Ansicht nach eine sehr gute Seite ist und meiner Ansicht nach Unterstützung bedarf. Es gibt aber andere Seiten, wo sich dann irgendwelche Banner drüber legen oder irgendwelche anderen Sachen. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Dafür suchen wir uns jetzt einen Werbeblocker aus. Dafür gehen wir hier in den App Store und gehen dann auf die Suche und geben hier oben, seht ihr schon vorbereitet, einmal Adblock ein. Und wenn ihr Adblock eingegeben habt, dann habt ihr hier zahlreiche verschiedenen Adblocker, die eben hier mit In-App-Käufen werben. In-App-Käufe bedeutet, dass ihr wahrscheinlich hier monatlich Geld bezahlen müsst. Und ihr seht jetzt hier, One Year Premium Mobile Adblock 5,49, AdGuard Premium 12,99 und so weiter. Das heißt nicht, dass ihr das nicht machen solltet, weil natürlich diese Blocker, zum Beispiel One-Blocker, sind zum Beispiel ziemlich gut, aber es kostet eben extra Geld. Vielleicht langt es, wenn ihr im ersten Schritt einfach euch Blocker sucht, die eben kostenlos sind. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel findet man hier Adblock Plus für Safari, der ist komplett kostenlos und das könnt ihr euch eben einfach mal anschauen. Also wichtig ist, einmal ganz normal auf Installieren gehen und dann findet ihr hier Adblock Plus, eine ganz normale App. Und ihr seht jetzt hier, ich habe auch BlockBear, der meiner Ansicht nach sogar etwas besser ist als Adblock Plus. Den könnt ihr euch dann installieren. Und dann gehen wir zum Beispiel mal Adblock Plus rein. Hier steht auch, schließe diese App, öffne die Einstellungen und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt gar nicht, also es ist standardmäßig eingeschaltet. Und hier bei BlockBear muss man den natürlich auch einmal einschalten. Machen wir jetzt auch einfach mal. Und dann sagt er, ready to activate BlockBear. Yeah, ready. Und dann muss man das eben einmal in Safari aktivieren. Das machen wir dann noch. Und wir sehen hier, bei BlockBear gibt es noch einige weitere Optionen, zum Beispiel Block Ads. Dann wird es so einen kleinen Bär, dann können wir hier Block Social Buttons, wird es etwas stärker, dann könnte man sagen Block Tracking, dann könnte man hier auch sagen, noch etwas stärker und dann könnt ihr auch noch Block Fonts machen, dadurch würden vielleicht Seiten vielleicht von der Schrift her nicht mehr ganz so doll aussehen, aber dann ist halt hier das Maximale, was der halt kann. Das würde aber noch nicht funktionieren, denn wir müssen die erstmal in Safari aktivieren. Also gehen wir einmal in die Einstellungen und ich zeige euch, wie wir da hinkommen. Und zwar, wenn ihr ganz normal in den Einstellungen seid, einmal nach unten gehen und dann hier bei Safari klicken. Bei Safari haben wir dann hier den Punkt Erweiterungen und dort seht ihr dann jetzt hier meine zwei installierten Blocke, einmal Adblock Plus und einmal BlockBear. Ich aktiviere jetzt einfach mal beide und jetzt sind beide aktiviert. Inhaltsblocker beeinflussen, welche Inhalte bei der Benutzung von Safari geladen werden. Sie können keine Informationen über die blockierten Inhalte zurück an die App senden. So, jetzt rufen wir diese Seite von Golem einfach nochmal auf und zack, die Werbung ist weg. Man sieht sie jetzt also nicht mehr und das betrifft eigentlich sämtliche Werbung, die ihr sonst irgendwo im Internet habt. Es gibt Seiten, die haben mittlerweile ganz gute Funktionen, um zu erkennen, ob jemand einen Adblocker benutzt, zum Beispiel Bild Online. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass bei Spiegel Online oder bei Zeit oder so, dass es da gar nicht so einfach ist, die Werbung zu blockieren. Da müsstet ihr mal mit einem oder in Kombination mit zwei Blockern vielleicht einfach mal gucken, ob ihr den passenden Blocker für euch findet. Auch ruhig mal die kostenpflichtigen Blocker mal ausprobieren. Ja, das kostet zwar im Zweifel Geld, aber diese entwickeln sich ja auch immer weiter und sorgen dann dafür, dass ihr ein besseres und einfacheres Surferlebnis habt. Ja, so könnt ihr Werbung blockieren auf eurem iPhone 13. Denkt immer daran, dass eben Seiten sich auch dadurch finanzieren. Deswegen vielleicht bei der einen oder anderen Seite diesen Adblocker ausschalten. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.